起。Ich hoffe, dass Sie bei uns ein paar frohe und genussreiche Stunden verbringen werden. Thank you.
Schande. Thank you.
Fliegende und tanzende Teller präsentiert Ihnen nun Maurice. Thank you.
Thank you.
tanzen. Thank you.
Präsentiert Ihnen nun Roberto.
Roberto wird uns seinen letzten Handstand auf nur 3 Sektflaschen drücken. Wir bitten um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Das reicht. Wow, das sieht ja ganz super aus. Ich probiere mal. Wow, du, da hast du ja was ganz Edles gekauft. Ist das Sherry? Falsch. Nein, Sherry? Nein. Na, dann probiere ich nochmal. Jetzt weiß ich, es ist Wodka. Auch falsch. Das stimmt, ist ja braun, ne? Naja, einmal probiere ich dann nochmal. Whisky. Auch falsch. Auch falsch? Ja. Ein bisschen ist noch drin. Frau Frank, es ist kein Whisky und kein Wodka, es ist Pippi von Klein Oster. Du Schlawiner, du. Jetzt komm einmal ganz schnell zu mir. Warum hast du denn plötzlich Angst vor mir? Sie sehen aus wie ein Löwe. Du hast doch noch gar kein Löwe gesehen. Doch, bei mir im Stall steht einer. Und wie sieht er aus? Er ist grau, hat lange Ohren und schreit Ia, Ia.
Beppino. Das ist doch ein Esel. Und so sehen sie aus. Jetzt aber raus mit dir. Werden möchte. Empfangen Sie Samantha mit ihrer Hula Hula Show. Thank you.
interessiert und vorgeführt von Roberto Frank. Thank you.
das Kamel- und Ponyreiten stattfindet. Wer von den Kindern einmal reiten möchte, kommt bitte nach der Vorstellung hier in die Zirkusmanege. Ist gewonnen.
Krankheit hat leider auch wieder mal ein Ende. Dies war der Schluss unserer heutigen Nachmittagsveranstaltung. Und ich hoffe, dass es Ihnen allen bei uns ein klein wenig gefallen hat. Das uns heute Nachmittag geehrt und unterstützt hat. Wünschen Ihnen allen einen angenehmen Heimweg. Kommen Sie gesund nach Hause. Auf Wiedersehen im Zirkus Alberti. Das Kamel- und Ponyreiten statt. Wer von den Kindern einmal reiten möchte, kommt bitte jetzt in die Manege. Die Reittouren kosten mit dem Kamel 3 und mit dem Pony 2 Euro. Die Reitschips erhalten Sie direkt in der Manege bei Robert Hofbank. Da fahren wir mal an so einen Bauernhof hinaus.